Hallo, Guten Tag. Letztes Mal waren Sie drin, haben geguckt und da war ganz viel los und jetzt wollen Sie ja dann sich machen, den Plan zu Ende zu schmieden. Und nicht nur das, es wird auch wieder das Thema geben, das altbewährte Brüste wird auch nicht alt. Ist ja klar. Und ja, diesmal mit neuen Informationen. Wir helfen gern aus. In dem Sinne viel Spaß und bleibt geil. Sehr geil. Von dem Monodraht wusstet ihr ja, ne? Von welchem Monodraht? War das? Nee, es war ein Elektrozaun, genau, um den Außenbereich da. Nur um den speziellen Außenbereich halt da, ne, überdachtes Außenstudio, da ist halt nochmal Elektrozaun, sonst halt normaler Zaun. Das ist aber auch ausgewiesen. So, dann. Gut, dass wir Wahrnehmung 3 gewürfelt haben, dass wir das jetzt gesehen haben. Das habe ich euch schon mal gesagt. Easy. Nein. Doch, habe ich. Nur weil du es da reingeschnitten hast? So viel Arbeit mache ich mir auf jeden Fall los. Ja, natürlich. Dann kannst du mir sagen, habe ich doch gesagt. Hört man? Und ja, ein bisschen wird nämlich gearscht. Und sehen wir aus wie die Lügner. Ihr seid auch dreckige Lügner. Aber in Wirklichkeit hast du das alles reingeschnitten. Und meine Kritik schneidest du wahrscheinlich alle raus. Glaub mir, so viel Arbeit mache ich mir nicht. Das ist auch so. Intensiv. Also, was haben wir gesagt? Jede dritte Lampe. Ja. Ich habe hier eine Aufnahme, Hardware und Computer minus 2. Hardware und Computer? Und Logik. Minus 2. Ohne MacGyver nehme ich an. Selbstverständlich. 211241. Hast du ein Glück, dass das einfach mal nicht Dings ist? Ich hab einen Erfolg. Wieso hast aber du ich hab, was hast ich, du ich, das? Ich hab die falschen Würfel gewürfelt. Ich hab, jetzt, ich hab quasi einmal aus Versehen einen gewürfelt und ich hab einmal zwei gewürfelt, um die zwei fehlenden nachzuwürfeln. Also hab ich einen Erfolg. Ich finde das so gemein. Warum würfel ich immer so schlecht? Außer den Einwurf, den ich heute gemacht habe und drei Erfolge hatte. Okay, der war gut, aber ansonsten. Es ist jede dritte Lampe ist etwas, aber. Mhm. Wie sagt man das? Also du hast jede dritte Lampe ein etwas anderes und dann die nächsten zwei sind normal und dann wieder da eine ist was anderes, verstehst du? Es sind zwei verschiedene Gruppe von anderen Special-Lampen. Mhm. Bam, außer auf den Toiletten, denn das ziemt sich nicht. Wir zeigen das mal unserer neuen Mitarbeiterin. Freya? Nein. Nicht die Nutte. So. Echt? echt mal, er hat sie zum Essen ausgeführt und erwartet dafür Sex, das ist eindeutig in Nutte. Unabhängig davon. Ich habe das nicht erwartet und ich habe es auch nicht forciert. Nö, du hast es nicht erwartet. Das klang vorhin ganz genau so. Sollte sie mich einladen, hätte ich das nichts gegen gehabt, aber da sie mich nicht eingeladen habe, habe ich das auch nicht. Ne? Hey, ich habe überhaupt nichts dagegen. In jedem Fall. Außerdem hat sie nur einen halben Greif. Ich wollte schon sagen, außerdem Kabern, da fehlt ein Greif. Ein ganzer. Ja, das ist amt hier. Wollt ihr noch irgendwas, was euch in einer speziellen Richtung euch ist so krass nichts aufgefallen? Die Türmechanismen wollten wir uns noch genauer angucken. Ja. Mhm. Da ist. Ah, Dreierfolge. Jo, ja. Hardware Logik minus 1. Yay. Mal gucken, jetzt kommt der Patzer, pass auf. Go, 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 go! Go, Pussy Ranger. Zwei Erfolge. Drei Erfolge. Drei Erfolgetag. Stimmerkennung. Oh, schön. Sie. Kann Kabern aufnehmen. Das nützt euch nichts.
Nee, richtig. Wir brauchen einen Sprachemulator dafür. Also ich könnte einen anderen Charakterbogen rausholen. Ein sehr gutes Mikro und ein sehr gutes Abspielprogramm und Gerät, was vermutlich besser sein. Na gut, Mikro könnte euer Ohrshit genug sein, aber Abspielprogramm ist fraglich. Und ihr habt zwar mit ihr geredet, aber ihr kennt ja nicht das genaue Wort, das sie benutzt hat. Günther. Sesam, öffne dich, Junge. Brüste. Leider hat sie Brüste nicht gesagt. Das fällt schon mal raus. Penis. Das wollte ich gerade sagen. Buttplug. Gulaschkanone. Schokodrops. Okay, das mit dem speziellen Wort war natürlich auch totaler Bullshit, klar, ne? Hasenköttel. Es ist nur die Stimme, es ist nicht, ne? Siamesische Zwillinge. Sauerkirsche. Nein. Lachs-Carpaccio mit Safran-Soße, olé. Mmm. Carpaccio. Das ist super. Noch irgendwelche interessanten Fragen? Wenn Jojo nochmal Asgen luschert, Geister oder sowas? Wie viele Erfolge hast du vorhin? Eigentlich reichte es da ja. Wie viele Erfolge hast du vorhin? Drei. Drei? Du hast gesagt, ich soll meine Wahrnehmungserfolge nehmen. Hast du gesagt? Das ist ja auch derselbe Pool. Ja, dann lass mich doch mal ganz kurz gucken. Erkennen drei Erfolge. Die Kraftstufe des Hüters war, wie viel Magie hast du? Drei. War genauso groß wie deine. Du hast die Signatur und könntest theoretisch den Magier zurückverfolgen, der es gemacht hat. Und das ist ein spezieller Hüter. Das ist nicht einfach nur ein Hüter-Hüter, sondern ein Hüter-Hüter-Hüter. Okay. Und die Made. Also der Hüter wäre es halt gewesen, wenn das einfach nur dieser Kokon gewesen wäre, ne? Aber die Made ist halt auch noch irgendwie vorhanden. Die ist aber kein Geist. Okay. Die ist schon Hüter. Ein intelligenter Hüter. Jein. Ich sag mal, er ist nicht so intelligent wie Kaban. Und er ist auch nicht so intelligent wie Gunfist. Okay. Werde ich jetzt schon als Intelligenzmaßstab angezogen? Ja. In puncto Magita ist schon. Ich bin sehr intelligent. Ja, siehst du, deswegen bist du ja auch intelligent. Und ich habe ausreichend große Brüste. Nein. Nun gut. Meine Brust, da man deins ja auch in Werte fassen kann, kann man meine Logik ja auch in Werte fassen und ich habe einen durchschnittlichen Wert. Du bist unterdurchschnittlich. Aber nicht in puncto Körperbau. Im Verhältnis zu ihrem Körperbau ist sie nicht unterdurchschnittlich. Aber russische Frauen haben relativ große Brüste, wenn ich das richtig sage. Ja, aber das sind ja quasi Cyberbrüste. Und du musst schon unterscheiden zwischen naturell und... Ich meine auch generell. Ich meine, die Brustgröße in Russland war relativ okay. Das kannst du überhaupt nicht sagen, denn deiner Definition mit Greif nach ist die Brustgröße ja sehr individuell okay oder nicht okay. In meinem Verhältnis. Ach so, jetzt sind wir wieder egozentrisch. Alles klar. Er repräsentiert ja schon die allgemeine Meinung. Ja, eben. Aber so eine Ohrkante ist doch deutlich größer. Ja, das ist richtig. Ja. Die Brüste von Russen sind auch relativ groß. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass Deutschland ganz vorne liegt nach Schweden. Hier, diese wichtige und wahrscheinlich sehr unvorteilhaft angenommene Seite, frauenzimmer.de sagt, Russinnen haben die größten Brüste.
Frauenzimmer.de hast du als Quelle benutzt. Ja, erst. Nee. Um das mal geschichtlich zusammenzufassen. Ihr beide argumentiert unabhängig voneinander an unterschiedlichen Spieltagen mit Michael Bay-Filmen. Dann erklärt Flummi, dass er noch irgendwie den Eiter von Gunfist rumliegen hat. Und jetzt kommst du mir mit Frauenzimmer.de. Ich meine, ich bin nicht der beste Spielleiter. Ich bin nicht der beste Mensch. Und Klugheit ist so eine Sache. Aber Frauenzimmer.de, Junge. Das war quasi auf Punkt 3. Immerhin nach. Ich höre ab jetzt auf nichts mehr, was du mir sagst. Ich bin auch der Meinung, wir sollten hier mal ganz kurz irgendwie was klären. Vor der Tür. Ich hab Brustgröße Russland gegoogelt und das erste ist Bild. Und aus Bild zitiere ich nicht. Das aber von ist doch, wie haben sie das denn bitte erhoben? Ich hab doch keine Ahnung, wie die... Und wahrscheinlich allem, mit der Hand. Weißt du, was das Schlimmste ist? Wenn ich Brustgröße Russland eingebe, kommt bei mir Bild. Was schon schlimm genug ist. Dann die Schweizer Illustrierte und ja, genau. Nicht und auf der ersten Seite Frauenzimmer. Dann kommt direkt darunter kommt Frauenzimmer. Unter der Schweizer Illustrierten. Nee. Bei mir schon. Da weißt du, was du öfter mal gegoogelt hast. Frauenbrüste. Nee, Frauenzimmer.de. Das ist das erste Mal, dass ich Frauenzimmer.de gesehen habe. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Seite ist. Das Ding ist auch, wie haben sie das denn ermittelt und haben sie da unterschieden zwischen modifiziert und nicht modifiziert? Als ob ich mir den Scheiß durchlese, da stand einfach nur, die haben die größten Brüste, Zitat Ende. Ja, aber das ist wichtig, wir können doch hier nicht ohne ordentliche wissenschaftliche Kohärenz argumentieren. Ich glaube nicht, Schweden und Deutsche haben eigentlich die größten und Ami haben sie rausgestrichen, weil so viele operiert waren und ich denke, bei Russland wird das auch der Fall sein. So, jetzt habe ich hier eine wissenschaftlich erhobene Weltkarte. Alter, bam, eine Weltkarte, die habe ich doch gerade gehabt. Die ist auch, Bild.de ist auch sehr wissenschaftlich. Alles klar. Ich war jetzt nicht auf Bild.de, aber das ist okay. Achso? Das ist vermutlich sowieso dieselbe Karte. Wir veröffentlichen die Ergebnisse einer Studie. Wie viele Personen haben in dieser Studie teilgenommen? 5. Das ist repräsentativ. Das ist absolut repräsentativ. Genau, statistische Hochrechnung, top. Ja, wo haben sie diese Personen aufgegabelt? Also vom Schönheits... Vor allen Dingen dann ist es auch noch wichtig, wie die Altersverteilung war, da einfach bei älteren Frauen, ja, kommt ja, dann nähert sich ja alles mehr dem Erdboden. Und damit haben die automatisch eine größere Körbchengröße, obwohl sie, das ist ja aber nicht schön, ne? Das heißt, wenn es mehr alte Menschen gibt, dann ist das ja schon deswegen größer, weil einfach es mehr hängt. Ja, aber die Kappgröße ist dann auch nicht anders. Nicht? Na, das Einzige, was halt ist, dass teilweise die Brüste größer werden im Alter, weil dann auch mehr Fetteinlagerungen kommen. Ja, das auch, aber wenn das alles übelst hängt und du einen Hautlappen hast, der von hier bis Mexiko reicht. Ja, Moment, wenn du einen Hautlappen hast, der von hier bis Mexiko reicht, dann ist der aber nicht ausgefüllt. Das ist ja dann der Witz bei hängenden Titten. Aber bei meiner Karte sieht man gar nicht, wie viele Leute die gefragt haben. Die haben nur die Größe in 1 bis 5 unterteilt. Warum haben die das denn dann nicht mal von 1 bis 5? Was ist denn das? Größe aufgeteilt, ey. Breast, diese Cup Size 5 und dann gibt's dann Larges and D-Cup. Quasi, das heißt das. Aha. Übrigens, und das Geile ist, Atlas der Körbchengrößen, ja? Dann hast du hier die Kategorie größer als D-Körbchen und da ist Russland, Schweden, Norwegen, Finnland und ein großer Teil von, nee, China ist es nicht, aber Korea mit dabei. Und tut mir leid. Korea. Aber das kann schon wegen Nahrungsmittelsachen. Nordkorea haben die Frauen garantiert nicht dicke Titten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die haben einfach nichts zu essen. Also in der, wo ich das habe, ist Korea komplett gar nicht. Das ist komplett grün. Siehst du, da haben wir so viele unterschiedliche Ergebnisse. Das kann alles schon überhaupt nicht stimmen. Ja, die Argumentation war ja auch eigentlich nur, ich habe recht. Ah, alles klarossimo. Ja, und Deutschland ist halt sehr relativ gut im... Lassen. Ja, Deutschland ist halt relativ gut im Trend mit Körbchengröße D. D ist schon so riesig. Ja, Alter, was hast du denn eigentlich für Hände? Ich habe deine Hände gesehen, die waren gar nicht so gigantisch. Ich stehe auch nicht auf so große Brüste. Aber Carbon hat größere Brüste. Hallo, Rollspiel. aber Carbon hat größere Brüste. Deine Hände, meine ich. Die Frau sollte immer größere Brüste haben als Carbon. Nein, der hat größere Hände als ich. Ja, okay. Ich stehe ja auch gar nicht auf die Kaps. Ist ja okay. Aber Carbon ist halt, ne? Der hat halt große Hände, der muss halt da drauf. Ja, ist ja, ich sag doch ja nichts. Also summa summarum. Easy.
So, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Also bevor wir... Bei der Tatsache, dass Walli ungefähr deinem Schema von Brustgröße entspricht. Sehr ja. gut. Guck sie dir aber der habe ich mich verkracht. Walli ist sowieso raus. Ja, aber guck dir mal an, was dich dann erwartet. Geh mal auf Red Rush und dann auf NSC und dann guck sie erst nochmal an. Ja, aber Charakterplay, mein Charakter findet das toll. Charakterplay. Alles klar. Weißt du, wer auch ungefähr hinkommen könnte? Das wäre Olga. Stimmt. Und Matrioschka? Die ist tot. Gott, schneide ihr die Seele in Scheiben. Tja, gut, haben wir es auch geklärt. Eben. Wollt ihr noch irgendwas Wichtiges erahnen? Mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein. Gut, ihr habt ja alles aufgenommen, ist ja okay. Genau, wir können uns das ja öfter angucken. Ja. Tun wir auch. Guckt den Haufen an, Jojo. Den habe ich nicht aufgenommen. Schade. Es gibt so einen Privatsphäre-Modus. Dim, 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 mit Fahrstuhlmusik. Dim, 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 dim. So wie man aus des alten Stummfilm kennt, quasi. Kommt so ein Text eingereicht und dann. Keuch. Drück. Stöhn. Ich verstehe. Flusch. Genau das. Wir waren gar nicht in der Besenkammer, verdammt. Haben wir da irgendwelche Reinigungen? Wir hätten was fallen lassen müssen, verdammt. So Reinigungsdrohnen und so weiter haben wir nicht gesehen, ne? Darf ich nochmal gedanklich zurückspringen und was fallen lassen? Nein. Mist. Es ist einfach super wahrscheinlich, dass sie welche haben. Wer hat denn dafür Personal? Ich nicht. Ja, siehst du. Sie haben jetzt nicht irgendwelche Sachen, wo man Menschen braucht, um die gereinigt zu halten. Die Drohnen kommen überall ran und alles, das ist eigentlich okay. Dann könnte man ja theoretisch Reinigungsdrohne da reingehen. Also mit einer Reinigungsdrohne. Denn wer achtet schon auf die Reinigungsdrohne? Der Knotenfinder. Ja, genau. Psst. Das Gerät, was alle Knoten irgendwie findet. Psst. Das muss er ja nicht wissen. Ich wollte es auch gerade sagen, aber ich wollte noch diese Pause lassen, damit du blöder dastehst. Ich hätte das nicht tun sollen. Und mir fiel der Name nicht ein, den ich dir gegeben hatte. Gut, dann haben wir das. Wir informieren Vicky über alles. Und zeigen ihr auch diese mysteriösen Gerätschaften in den Lampen. Ja, sie weiß auch nicht hundertprozentig, was das sein könnte. Kannst du da vielleicht mal recherchieren? Es wäre schon ganz praktisch zu wissen, was sie da haben. Naja, mit auf welcher Grundlage denn? Ich meine, du kannst ja alles reinbauen. Ich meine, du siehst ja nicht, du siehst, dass da was anders ist, aber, ne? Sensoren sind super klein. Schon? Ist die Frage, was bauen? Entweder Infrarot vielleicht? Infrarot wäre sehr praktisch, weil du vermutlich genug spiegelnde Flächen hast, die dann das sich gut abheben von Wärme und B, weil die sind ja klein, das heißt, du hättest eigentlich ein sehr geringes Sichtfeld, aber mit Wärme kannst du halt dann trotzdem viel sehen. Und du kannst halt dann einstellen, ab einer gewissen Uhrzeit, sobald da was Warmes ist, gibst du Alarme. Brauchst du da niemanden durchgucken lassen? Und das andere könnten zum Beispiel auch sowas sein wie Geräuschpegelmesser oder Vibrationsmesser. Nee, Vibrationsmesser vermutlich nicht, wegen der Drohnen, die nachts vielleicht arbeiten. Aber halt sowas, Geräuschpegel oder sowas. Irgendwas, was halt nicht beobachtet werden muss und was einen Alarm geben kann, wenn gewisse Sachen eintreten. Gibt es so einen Wärme-
Melder quasi generell bei einer überschrittenen Körper, also bei einer überschrittenen Temperatur an oder Alarm oder gibt er dann Alarm, wenn etwas viel wärmer ist als in der Umgebung? Ja, vermute ich das Zweite, aber vermute ich auch nur, wenn es sich noch zusätzlich irgendwie bewegt. Hm. Das heißt, wenn wir den Raum da etwas aufheizen, würden wir da vielleicht drin nicht auffallen, wenn wir uns langsam bewegen. Nee, dann nicht. Muss es halt auf 36 Grad plus schaffen. Das geht. Ja, das wird vermutlich gehen. Aber wie? Wir fackeln den Laden ab. Nein, Das wird funktionieren. Ja, das ist auf jeden Fall wärmer als 36 Grad. Nee, das war jetzt nur so eine rein hypothetische Frage. Naja, ich weiß schon. Ich weiß schon, was du meinst. Na, also man halt könnte eventuell nur die Belüftung manipulieren, sodass es halt da drin warm wird. Na, das Ding ist, wir müssen, wenn wir da rein wollen, auf jeden Fall davon ausgehen, dass wir nicht nochmal reinkommen jetzt. Also vielleicht noch einmal, aber wenn, dann müssten wir irgendwie gucken, wie wir dann, wenn du sowas manipulieren willst, dann musst du ja den Raum dafür finden und den haben die wahrscheinlich im Keller. Aber ja, es gibt keinen Grund, es gibt keinen Grund für uns, in den Keller zu kommen. Es kann sein, dass sie den Keller vielleicht etwas schlechter überwacht haben, aber ich sag mal, ist uns eigentlich der Kellerzugang aufgefallen? Ich habe ja gesagt, dass ich mal, okay. Also es gibt keine Treppe, es gibt nur eine Treppe nach oben. Ich habe allerdings auch nicht mal den Kellerzugang gesehen. Also entweder kommt man da von außen rein. Denke ich nicht. Das wäre ein übelstes Sicherheitsrisiko. Naja, eben. Aber das wäre dumm. Oder die haben halt in irgendeinem Raum, wo wir nicht reinkamen, einen Aufzug oder sowas. Wobei das auch dumm wäre, wenn mal irgendwas ist. Dann kommst du ja nicht mehr raus. Ja, vielleicht haben die auch einfach eine Wendeltreppe oder so nach unten. Irgendwo. Ja, in irgendeinem Raum, wenn wahrscheinlich, ja. Na, dann vermute ich in keinem der Studios, weil da sind ja auch immer Leute drin, die da nicht arbeiten, also die davon auch nichts wissen dürfen. In Schminkräumen vermutlich auch nicht. Weil selbes Prinzip. Eben, da bleiben eigentlich nur noch die Storage. Oder die Besenkammer. Oder das Trollklo. Das glaube ich möglich. Nicht. Aber ich glaube auch nicht. Ich auch nicht. Wegen warm machen, ich weiß nicht, ob man die Heizung auf über 37 Grad bekommt, aber das ist ja nicht mal direkt ein Softwareproblem. Wenn man an den Heizungsschalter kommt, dann kannst du, Jojo, das ja bestimmt so machen, dass sie ordentlich aufheizt. Na klar. Aber dann müsste man vermutlich erstmal dahin kommen. Eben, also ich sag mal, die Sache ist, bis wir dann im Keller sind, um das zu machen, dann ist es. Du musst dazu nicht in den Keller, wenn du. Das Thermostat, ja. Und das kannst du dann einfrieren und dann heizt der hoch. Und wenn du so ein Gerät hast, was halt alle Knoten findet und alle Wi-Fi-Signale vermeidest, nimmst du möglichst viel Kabel und machst möglichst wenig über AR-Steuerung. Zum Beispiel auch sowas wie Abdunklung von Fenstern und Rollläden und sowas machst du dann lieber mit Schalter, einfach um das System, damit du nicht so viele Sonderfälle halt einrichten musst, was erlaubt ist. Und deswegen müsste es irgendwo ein Thermostat geben, was man bedienen kann, aber dann müsste der ja trotzdem schon drin sein. Ich wollte schon sagen, dafür müssen wir trotzdem rein. Ich suche unsere Aufnahmen mal nach einem Thermostat, also so ein Thermostatregler. Jo, ist im Meetingraum. Dann müssen wir aber erstmal quer durch das ganze Scheißding durch, bis wir da sind. Kannst du auf Sicht zaubern, das Ding? Was? Und hat der Meetingraum ein Fenster? Ich kann da drin nicht ohne weiteres zaubern, covern. Ich habe mir das angeguckt. Ich weiß, dass das da irgendwas gibt. Also es hat sowas wie, also diese, ach Gott, wie nennt sich das gleich, Hüter. Und, okay. Ja, aber ich meine, ich weiß, dass man im Hüter eigentlich was machen kann, aber da, also da ist noch mehr, das ist nicht nur ganz normal, da ist noch mehr, da ist noch irgendein Special Shit und ich weiß nicht, ob ich da drin überhaupt zaubern sollte, ohne dass das Ding das mitkriegt. Dann weißt du aber schon mal, dass sie keinen Glühmus haben. Wenn der Hüter was macht, außer halt eine Barriere sein, dann macht er was, was ein Glühmus auch auslöst. Weißt du? Wahrscheinlich, ja. Aber dann das bedeutet, dass ich auf jeden Fall nichts machen kann.
Also wenn nur im äußersten Notfall, aber das Ding wird wahrscheinlich sofort merken, wenn ich was tue. Okay. Und das rein heißt, müssten wir halt so oder so. Das. Ich besorge mir übrigens ein paar Datenkabel für unsere Comlinks. Habt ihr automatisch, was man, alles safe. Sehr gut. Was man halt zur Not machen kann, ist, dass man halt guckt, dass man irgendwie thermoisolierte Klamotten anzieht. Das wollte ich auch gerade sagen. Wie dick ist denn euer Budget? Ja, eben. Also ein bisschen haben wir noch. Und ich kann auch was selber machen, Kaban. So ist das nicht. Ich kann den Scheiß basteln. Aber du kannst ja nicht einfach irgendwelche Thermounterwäsche nehmen. Du brauchst ja schon den richtig krassen Kram. Das weiß ich. Und da wirst du... Das ist mein größtes Problem, ist da ranzukommen. Hm. Also ich meine, du kannst auch, je nachdem wie gut das sein muss, kannst du auch ein bisschen mit Folie und dem ganzen Shit machen. Du kannst schon improvisieren, das geht alles. Improvisieren ist da nicht so gut. Aber es ist halt unsicher. Ich muss halt nur erst an den ganzen Shit rankommen und das ist nicht leicht. Das, was man eventuell... MacGyver, bitte. Na, was mir gerade einfiele ist, was ist denn im Winter mit diesen, zum Teil mit diesen Anzügen, die man irgendwie so kriegen kann? Die sind ja auch nicht so ultra dick die ganze Zeit. Also mittlerweile sind die das ja nicht mehr. Aber die sind ja unheimlich gut wärmeisoliert. Reicht nicht. Was? Reicht nicht. Da geht's um was anderes. Da geht's darum, dass du nicht erfrierst. Bei dem anderen geht's darum, dass du was... Da geht's eher MacGyver um Reflexion. Waffenbau? MacGyver wie? Was? MacGyver? Ja, mach halt Waffenbau. Okay, also Waffenbau mit MacGyver, ja? Naja. Und Logic. Ich würfel immer so schlecht. Vier Folge. Überdurchschnittlich. Na, das war jetzt ein durchschnittlicher Wurf. Nein, das war überdurchschnittlich. 12 Würfel wären durchschnittlich dann gewesen. Irrelevant. Das waren 11 Würfel, Verzeihung. Ich verzeih dir gern heute. Es würde dich vermutlich kosten, je nachdem. Also, ich habe hier gerade das Buch zu meinem Glück aufgeschlagen. Wir machen das nach SR4-Regeln, weil ich das gerade sinnvoller finde. Thermal Damping. Machst du dir halt an eine Rüstung dran oder eher dann an eine Rüstung mit verschiedenen Kleidungsstücken, die halt dafür dann speziell benutzt, bla bla, ne? Und das reduziert dann quasi den Würfel, die das Wärmezeug hat, wenn das Wärmezeug ist, um seine Stufe, Stufe 1 bis 6, und kostet für dich Stufe mal 200. Was? Stufe sehr mal viel weniger 200. Ist. Ja, eigentlich Stufe mal 500, aber MacGyver ist halt MacGyver mit 4 Erfolgen. Okay, und ich müsste eigentlich nur die Materialien zahlen. Ja, schreib dir schon mal so auf. Du musst ja nicht jetzt entscheiden, wie gut das werden soll. Stufe mal 200 und 10R. Und das 10R? Du, ja, und das kannst du... Ach nee, bei dir, warte mal, du hast jetzt MacGyver 7R. Du kannst es dir irgendwo so hinschreiben, dass du es auch später, falls du es nochmal brauchen solltest, hast, ne? So generell halt. Geiler Shit. So, wie nennt sich das denn? Infrarot... Das heißt Thermal Damping. Wärmedämpfung. Thermodämpfung, genau, Wärmedämpfung. Damping. Beauty. Also ich finde das schlecht, gar nicht so schlecht, wenn wir den aufheizen. Da musst du aber rein, vermutlich, um das zu machen. Ich wollte schon sagen, wir müssen rein, um das zu tun, Kaban. Wir müssen da sowieso rein. Ja, aber dann können wir, also wenn wir das noch mit nebenbei machen, dann können wir die eventuell länger. Du hast insofern recht, als dass wir uns dann dort länger bewegen können, ohne dass wir, also wir reduzieren damit die Wahrscheinlichkeit. Allerdings kannst du auch davon ausgehen, natürlich. Das Ding ist, je nachdem, wie die Software funktioniert, wenn die so ist, ab einer gewissen Wärme oder drüber bewegt sich, was weiß ich, muss auch irgendwie abgegrenzt sein, ne? Also so ein Körper bewegt sich mit einer bestimmten Wärme, gib Alarm, dann funktioniert das, wenn ihr das macht. Aber wenn ihr Thermaldämpfung anhabt, und dann die Wärme aufdreht, seid ihr ja kälter als die Umgebung. Nein, das heißt, sind nicht kälter als die Umgebung. Das Außenmaterial heizt sich ja mit der Umgebung zusammen auf. Das ist ja nicht kälter. Richtig. Bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert, meiner. Ich schon. Also, ich bin mir aber schon sicher, dass das so funktioniert. Sonst dürftest du nämlich auf Infrarotkameras nicht reduce sehen. Reduce your thermal signature. Ja, okay, hast recht. Passt!
Allerdings kannst du davon ausgehen, dass wenn ich deine Wärmedämpfung reinbaue, die so gut ist, dass, dass sie unsere Wärme auch nach außen abschirmt, dass es auch da drinnen warm werden wird. Das ist kein Zuckerschlecken, sondern das bedeutet, je länger wir da drin sind und dann auch noch bei 37 Grad, natürlich kommt die Wärme auch von außen nicht an uns ran, die zusätzlich, aber wir werden noch keine Wärme los. Das bedeutet, es wird heiß. Weil das ja Klamotten sein werden, die halt auch gut abgeschlossen sind. Genau, also es wird brülleheiß und sich darin auf Dauer zu bewegen, wird anstrengend und ätzend. Vor allem, weil es sein kann, dass ihr es immer noch langsam machen müsst. Yep. Das bedeutet, wenn wir das auf 37 Grad oder 36 Grad oder sagen wir mal 32 Grad, das würde ja reichen, Hauttemperatur ist ja nicht so heiß, aufheizen, wird das für uns die Hölle. Das wird Sauna. Aber ich sehe ein, dass es sinnvoll ist, das zusätzlich zu machen, weil dann einfach ich weniger viel, also weil dann einfach die Wahrscheinlichkeit reduziert wird, dass wir dadurch erkannt werden. Vermutlich, ja. Mit Sicherheit sogar. Denn selbst wenn ich das Ding voll bastle, ist die Wahrscheinlichkeit, also gibt es immer noch eine gewisse ein gewisses Restrisiko, dass wir erkannt werden. Oder dass die Dinger uns trotzdem irgendwie kriegen, weißt du? Hm. Und ich kann leider kein Kühlungssystem einbauen. Das wäre zwar geil, aber ich glaube, ich krieg's nicht hin. Nee, das wird auch zu kompliziert, glaube ich. Ja. Belassen wir es bei simpel. Also irgendwie da rein, ganz langsam, dann das Zeug aufdrehen, das wird aber auch nicht so schnell. Das ist natürlich das große Problem, was ich hier sehe. Wir müssen das aufdrehen und dann müssen wir warten. Weil der Raum ist nicht papp warm, sondern das dauert. Ich weiß, dass das dauert. Aber es dauert auch nicht unendlich lange. Eben, es dauert nicht unendlich lange, gerade durch die Lüftung nicht. Und die haben gute Lüftungen. Das bedeutet, es wird relativ schnell warm. Und wir müssen nicht ewig warten. Denn es ist egal, ob wir uns bewegen oder warten. Zumindest die für die Wärmesignaturerkennung macht das keinen Unterschied. Nur falls ihr irgendwas mit Wi-Fi halt habt, ne? Ja. Da macht es einen Riesenunterschied. Aber da macht es theoretisch schon einen Riesenunterschied, ob überhaupt erstmal irgendwo anders hingeht, um noch das Thermostat aufzunehmen. Na, wir rechnen daher jetzt erstmal Wi-Fi raus. Also okay. Ich sag mal, ich würde jetzt erstmal gucken, ob wir da blind reingehen. Oder halt, wenn uns nur miteinander verkabeln. Ja, der korrekte Ausdruck lautet Sturm. Schön. Und blind. Ich wollte mal meinen Wert unter Beweis stellen. Und blind. Ich würde mit Sicherheit nicht meine Cyber-Augen ausmachen. Musst du ja auch nicht. Du kannst ja einfach, das Wi-Fi abstellen. Hast du wahrscheinlich sowieso. Bin sicher. Die Cyberwehr funkelt nicht da draußen. Ich verbinde dann übrigens auch eine Waffe mit meinem Anschluss hier. Klar. Und dann müssen wir gucken, dass wir die blöde Treppe nach unten finden. Also da gibt es tatsächlich nicht viele Räume, wo die sein kann. Oder Aufzug oder was auch immer. Aber warum genau wollt ihr überhaupt runter? Weil wir nicht wissen, wo der Knoten ist. Aber es kann gut sein, dass er nicht unten ist. Es kann auch gut sein. Richtig. Nein, wir wissen es nicht. Aber in dem Schneideraum, wo Kaman war, war er nicht. Aber so wie ich das hier sehe, war er in einem Raum. Von vieren. Jupp, war ich nur. Okay. Dann kann es auch sein, dass er da irgendwo ist. Was irgendwie Sinn ergibt, denke ich. Wo siehst du denn da noch mehr Schneideräume? Ich sehe nur einen Schneideraum. Achso, du bist nicht auf Twitter, ne? Doch, ich bin gerade auf Twitter drauf und da steht nur Schneideräume 4. Genau, und dann habe ich da nochmal schön was reingemalt, damit das unterteilt ist. Achso, jetzt habe ich das verstanden. Ich habe das ehrlich gesagt so verstanden, als hättest du da nur das Kreuz reingemacht, um zu zeigen, da bist du gerade, Kaban. So, ein kleines Kreuz. Nee, das ist tatsächlich, das sind 4. Ich kenne ja dein Feingefühl. Hey. Okay, nee, wenn das gemein. 4 sind, dann habe ich nichts gesagt. Das hat er ja sogar so beschrieben, wenn du nur zugehört hättest, ne? Ha! Danke, Kaman! Bitte. Was natürlich auch witzig sein könnte, wäre, wenn die Treppe quasi, also die Treppe. Die Treppe quasi, also die Treppe, ja, die Treppe. Was ja, die Treppe, weil. Treppe? Wenn man die Treppe hier hochgeht, ergibt das ja das Sinn, dass wenn hier eine Tür ist, man da eine Treppe runtergehen kann.
Wäre möglich, aber wir können am besten erstmal in den Schneideräumen tatsächlich gucken, ob da das Ding ist. Da müssen wir gar nicht so viel machen. Ja, aber das wäre so total platzsparend und sophisticated. Aber da müsste man immer durch den Präsentationsraum. Ja, also wir gucken am besten erstmal, vor allen Dingen ist der direkt an der Tür. Das ist natürlich praktisch. Allerdings weiß ich noch nicht, ob wir da reinkommen. Hier, der Notfallraum hat auch... Na, das größte Problem sind eigentlich die Schlösser. Na gut, wobei, die kriege ich auch noch aufgebrochen. Hatte ich aber schon mal gesagt. A, die sind qualitativ hochwertig und B... Ja, nee, doch nicht mehr. Stimmt, nur qualitativ Spracherkennung. Hochwertig. Ja, solange du nicht weißt, was es für ein Öffnungsmechanismus ist, kriegst du immer noch mal hier, ist die Schwierigkeit erhöht. Aber weißt ja jetzt. Ja. Bäm. So, also die Schlösser muss ich vermutlich manuell aufbrechen. Dann würde sich wahrscheinlich der Notfallraum anbieten, weil da der kürzeste Weg ist in den Meetingraum. Wir müssen noch gar... Achso, doch, müssen wir. Wo war denn das Ding? War das eher so... Ah. War das eher so... Hier, oder... Na, Moment. Dort? Wir haben doch da immer noch... Die Frage ist... Nee, durch die Haupttür kam man auch nachts nicht rein, ne? Definiere, da stehen halt die Geister vor. Okay, die stehen auch nachts vor, okay. Na, wart ihr nachts da? Wir waren spätabends da, ja. Da sind wir das erste Mal da vorbeigefahren. Die sind da 24-7 auf jeden Fall, das wisst ihr auch. Die sind da 24-7, okay. Gut, sind das Glastüren? Also könnte man sehen, dass wir da in den Schnitträumen rumgeistern, wenn die da stehen? Wenn du von außen guckst, ach, in die Schnitträume rein, oder was? Nee, schon gut, verspiegelte Türen, war gerade schon wieder vergessen, dass alles verspiegelt ist. Hast du nicht zwingend innerhalb von Gebäuden, aber es ist keine Glastür. Nee, nicht in den Schnitträumen, sondern es geht mir darum, die Geister stehen ja draußen. Achso, die können von außen nicht ins Gebäude gucken. Ja, genau, das wollte jedenfalls ich wissen nicht durch und die das Tür. Viel mehr auf... Ja, das ist auf jeden Fall verspiegelt. Gut, dann müssten wir eigentlich nur noch rauskriegen, was diese zweiten Dinger sind, diese zweiten Scheißteile da. Es können tatsächlich irgendwie entweder Bewegungsmelder, aber die funktionieren auch meistens über Infrarot. Bewegungsmelder geht halt sofort nicht mehr, wenn du Putzdrohnen hast. Ja, eben, dann geht's schon nicht mehr. Aber Vibrationen, Dingsbums geht auch nicht so ohne weiteres, wenn du Putzdrohnen hast. Aber was kann das denn sonst sein? Könnten das so Abhörschnörchen für dieses Dingsbums Wi-Fi-Erkennungsscheiß-Ding sein? Nee. Okay. Also das Einzige, was mir echt noch einfällt, sind... Mikrofone. Oder Pheromonscanner. Pheromonscanner sind ultra unzuverlässig. Also die nützen dir halt was, wenn du irgendwie eher was Ländliches hast. Direkt irgendwo im Park eine Konzernanlage oder sowas. Ansonsten... Na, Kameras, wie gesagt, das ginge immer noch. Es wäre halt, also es wäre zumindest. Dann hätten möglich. Sie halt einen super kleinen Sichtradius. Es wäre prinzipiell möglich. Ja, aber du hast ja alle so und so viele Dinger ein, weißt du? Ja, aber du brauchst ja auch einen gewissen Radius von oben nach unten. Sonst könntest du dich einfach über den Boden robben. Weißt du, was ich meine? Die sind jetzt relativ weit oben angebracht. Moment, hingen die nicht an der Decke? Nee, die sind oben an den Wänden. Ach so, ich dachte, die wären das an der Decke. Das hatte ich nie gesagt, das ist richtig. Das war nur in meiner Vorstellung schon klar. Okay, nee, ich hatte gedacht an der Decke, weil dann hätten nämlich Kameras tatsächlich Sinn gemacht. Dann kannst du nämlich den kompletten Weg verfolgen. Nee, das ist richtig geil sophisticated, quasi über Türrahmenhöhe so eine geile Leiste, weißt du? Okay, sonst wäre das ja kein warmes Licht, sondern wäre das ja von oben. Das ist ja total ungeil und schafft eine uncoole Arbeitsatmosphäre. Gott, was kann das denn dann sonst noch sein? Vor allen Dingen was irgendwie noch bis auf Ultra- den Boden geht. Ultraschall. Zu nee, teuer. Ich glaube, das funktioniert. Viel zu teuer. Ich glaube, das funktioniert doch mit dem Wi-Fi-Ding nicht. Ich meine, das sind andere Wellen, klar, aber trotzdem glaube ich, ist das schwierig. Ultraschall ist ultra teuer. Ah, das auch ultra. Und du erkennst dann halt nur Formen. Das gibt halt, wenn du halt Ultraschall hast und du sagst dann dem Security-Typen, okay, da ist was, dann. Also dann kannst du halt auch Kameras nehmen, weil dann siehst du wenigstens, was da ist. Bei Ultraschall siehst du ja immer nur Formen und so. Hm. Das fällt mir echt nicht mehr ein, was das noch sein kann. Kann mal jemand für mich 7 Würfel würfeln? Na, irgendwas mit Feldscannung, hier elektronische Feldscannung, so ein Shit, das ginge tatsächlich.
Annäherungssensoren hatten wir ausgeschlossen. Ja. Was hast du denn gewürfelt? 1. Okay. Schade. Ich hoffe, ich habe nicht jetzt für uns gewürfelt, sondern gegen uns. Nö, das war Vicky. Ich würfel nochmal. Oh, danke. Noch ein Erfolg. Okay, naja, ansonsten fällt mir auch nichts mehr ein. Es könnten einfach Mikrofone sein. Stimmt, Horizon hat da seine Finger mit im Spiel, ne? Ne, wenn das jetzt Mikrofone sind quasi, dann muss man halt Leisetreter sein, beziehungsweise würden die einfach alles abschnorcheln, was da besprochen wird. Ich wollte schon sagen, wenn die einfach mitschneiden, was da geredet wird, das würde denen ja vielleicht schon... Also... Vielleicht, warte mal. Dann bringen die viel einfach viel eher den Pitchenstämmen raus. Ja, nicht nur, sondern, na gut, ich sag mal, wenn du so ein Ding hast, also ich meine, die haben zwar schon ein paar Kunden und die Wahrscheinlichkeit, dass da noch irgendwas Illegales läuft, hatten wir ja irgendwie abgeklärt, ist möglich, aber muss nicht. Aber sowas kannst du natürlich auch, also kannst du natürlich auch Ultra-Infos verticken, ne? Infos sammeln und verticken. Also da ist, ich meine, da ist zwar nicht zwingendermaßen immer was bei, aber gerade wenn du da mal ein paar mehr Leute hast, die da mal was machen wollen, die vielleicht doch ein bisschen mehr und so und das sich dann unterhalten. Anders. Das macht Horizon. Ja, Horizon, aber das ist ja nicht Horizon. Ich dachte, das ist Horizon jetzt. Da so also mit drin. Ich dachte, das hast du gesagt. Okay. Ja, nee, aber ne, also schon. Nee, weil die machen das halt direkt über die Mitarbeiter. Die fungieren dann quasi als Mikrofone. Ja, aber das muss ja das Filmstudio nicht so machen. Ja, das ist richtig. Es könnten Mikrofone sein. Das Einzige, was sonst noch ginge, wären halt Laserschranken irgendwie. Aber das ist albern, weil die meistens gerade sind oder halt einen bestimmten Bereich abdecken. Ja, aber du kannst es halt einen Spiegel reinbauen, der das so bricht, ne? Ja, aber das wäre schon... sehr effektiv. Ja. Je nachdem, wie du es brichst, kannst du es in 5 Strahlen aufteilen. Das, zusammen. Wie kann man denn Laserstrahlen? Kann man Laserstrahlen mit Infrarot sehen? Nee. Kommt drauf an, also ein paar kannst du einfach so sehen und ein paar kannst du mit Infrarot sehen. Besser sehen, nicht hundertprozentig. Ja, aber es wäre ja schon wichtig zu wissen, wie, ob man die überhaupt sehen kann. Darum geht's ja. Also ein paar sind halt direkt sichtbar und ein paar siehst du mit Infrarot besser. Also ich habe zumindest nichts gesehen jetzt, aber das heißt, naja, die haben sie am Tag, ja, die können sie am Tag gar nicht an sein. Nee, nee. Da bewegen sich ja Menschen. Die Frage ist halt, können die was ist da wieder mit Putzdrohnen? Wenn die nachts alleine arbeiten, haben wenn wir wieder dasselbe Problem. Wenn sie eine spezielle Route haben, geht, dass du programmierst vorher eine Route ein. Je nachdem, welchen Bereich sowas abdeckt. Wie können wir selbst, wenn, also wenn es Laserstrahlen sind, also wenn es so Laserteile sind, dann wird es kompliziert, an diese Route ranzukommen. Das wäre zwar praktisch, weil wir dann eigentlich nur der blöden Putzdrohne hinterherlaufen müssten, bis zu einem gewissen Punkt, aber dann kämen wir nicht weiter. Und die Dinger. Das ist halt die können... Frage, ob Kaman da durchpasst. Mhm. Ah, das und zum zweiten können wir die Dinger nicht. Kann die Dinger nicht alle manuell, das sind viel zu viele. Dann bin ich den ganzen Abend nur damit beschäftigt, die Dinger auszuhebeln. Dazu müsstest du auch vermutlich die Wand aufbohren, weil du kannst ja nicht durch die Lampe ran, weil dadurch könntest du dir das Ding ja schon, weißt du? Ja. Okay, also die einzige Möglichkeit, das rauszukriegen, also entweder wir müssen auf gut Glück den ganzen Scheiß durchziehen, oder wir müssen tatsächlich nochmal gucken, ob wir irgendwie die Hacker dafür rankriegen. Anders geht's nicht. Schlösser kriege ich vielleicht noch hin, aber bei den Dingern muss ich kapitulieren, das geht einfach nicht, das kriege ich so nicht hin. Schade. Wobei, Moment, wie funktionieren die denn, OT? Die müssen, wird da einfach geguckt, hier Laserstrahl unterbrochen oder wird da geguckt? Ja, du hast einen Sensor an einem Punkt und wenn da nichts ankommt vom Licht, dann ist halt Ende. Alarm. Ja, okay, und da muss es wahrscheinlich auch noch die ganz spezielle Wellenlänge sein, ansonsten ist ja okay. Das heißt, wir müssen ganz viele Spiegel mitbringen. Das ist immer so eine schöne Idee, aber das funktioniert nicht deswegen, weil sobald du den Spiegel reinhängst, hältst du das Licht von dem Punkt ab und dann kannst du ihn vielleicht drehen, aber dann bräuchtest du mindestens 2 Spiegel und du hast mindestens immer eine Millisekunde, wo es unterbrochen ist und dann bist du schon der schnellste Typ der Welt. Das funktioniert nur in Film.
Wenn du mehr als vier Stück nimmst, dann geht das schon eher. Na, das Einzige, ja, mit Spiegeln, dadurch, dass aber du es halt nicht wahrscheinlich nicht siehst, ist es sinnlos. Ja, das Einzige, was du machen kannst, ist mit einer Art Laserpointer durch die Dinge rennen und die dann einfach pro forma auf die Teile halten und hoffen oder gucken, dass es dieselbe Wellenlänge ist. Und dann ist es halt egal, ob der Strahl von dem Ding selbst das Ding nochmal trifft, weil du ja schon den Sensor quasi auslöst und sagst, hier, ich bin nicht unterbrochen. Das ist das Einzige, was mir jetzt einfiele, was man machen könnte. Aber ich kenne die Wellenlänge von diesem Laser nicht. Ansonsten ließe sich das vielleicht sogar machen. Dann müssen wir auch mal wissen, wo die Empfänger sind. Ja, wenn du den Strahl an sich sehen kannst, dann weißt du es ja. Dort, wo er auftrifft. Oder da, wo er herkommt. Also ich meine, das ist ein Strahl. Sieht auf beiden Seiten gleich aus. Ja, aber du kannst ja nicht Sender und Empfänger, da müsstest du ja eine perfekte Reflexion des Strahls haben. Das kriegst du auf so einem Boden nicht hin. Also nicht ja, ohne ein... Wir können von außerhalb nicht entscheiden, wer Sender und welcher Empfänger ist. Das meinte ich. Das wäre vermutlich, wenn das so wäre, dann wären es vermutlich beide Sender. Mit unterschiedlichen Endpunkten. Weil sonst hättest du einen geraden Strahl, der halt einfach über den Köpfen aller Menschen lang geht. Na, ich schätze mal, dass die irgendwo im Boden Empfänger haben werden. Oder unten an den Wänden. Ja. Sind unten an den Wänden auf unserem Video noch irgendwelche schwarzen Punkte oder Empfängerdinger zu sehen? Wir haben ja nicht umsonst einen... Jein. Jein? Es kommen Stellen in Frage. Ah. Ich meine, du hast dich genau umgeguckt. Aber du hast ja dann nicht zum Beispiel zu so einer Lampe geguckt und auf die gegenüberliegende Wand dann genau dich gerade hingestellt und alles. Also du, es kommen Stellen in Frage, es ist nicht sicher. Wenn, dann vielleicht nicht überall und man kann sich nicht ganz sicher sein. Hm. Okay. Gut, also die einzige wirklich sichere Möglichkeit ist, dass wir sagen, hier Hacker, guck mal bitte, was da ist. Eine andere aber Möglichkeit. Sichere Variante, wenn das verkabelt ist. Nein, es ist keine, aber wir, also ich sag mal, die einzige andere Möglichkeit, die ich jetzt sehe, ist, dass wir gucken, dass wir nochmal reinkommen und das irgendwie hinzukriegen. Aber wir werden diese Strahlen, wenn dann, kannst du infrarot sehen? Ja. Okay, das heißt, du könntest es probieren, aber tagsüber sind die Teile halt einfach nicht an, die sind nur nachts an. Das werden wir, wenn dann, nur dann sehen. Gott, wie kann ich denn die Wellenlänge? Warte mal. Ha! Muhaha! Das hört sich an, als hättest du eine Idee. Und dann gehen wir rein und hauen alle einfach alles kaputt, Junge. Nee. Aber. Ich habe. Also, es gibt die Möglichkeit, es gibt. Quasi nicht direkt Lampen, aber Möglichkeiten, die über einen ganz bestimmten Wellenlängenbereich oder auch einen sehr großen Wellenlängenbereich Licht abschießen. Also, und dann muss das von einem Empfänger quasi gedings werden. Ich weiß, dass das habe ich mal, da bin ich durch Zufall mal drüber gestoßen, weil ich irgendwann mal dachte, hey, geil, praktisch. Das haben die, glaube ich, früher mal verwendet. Für irgendeinen chemischen Kram oder sowas. Aber ich weiß, dass es so Lampen gibt, die halt innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit sehr viele Wellenlängen durchgehen. Und ich glaube, der Strahl muss für länger als eine Mikrosekunde oder wie auch immer unterbrochen werden, weil ansonsten würde der Strahl ja auch jedes Mal durchdrehen, wenn man eine scheiß Fliege da durchfliegt oder so. Weil du ja als Mensch zum Beispiel nicht so schnell bist oder generell, wenn du sowas nicht so schnell bist, dass du da nicht durchkommst, ohne dass der Strahl über einen längeren Zeitraum, also ne, als von mir aus für eine Sekunde muss der ja dann unterbrochen sein. Und ich glaube nicht, dass dieses Ding sofort ausrasten wird, sondern es braucht, glaube ich, ein bisschen länger. Und dieses Teil schaltet die Frequenzen in so unglaublich schneller Geschwindigkeit durch, dass es sein könnte, dass, das müsste ich aber ausprobieren vorher,
dass es reicht, um diesen Empfänger zu foppen. Hm. Ohne dass ich die genaue Wellenlänge des Strahls kenne. Allerdings wäre gut. Weiß ich nicht, inwiefern das Laserlicht halt Laserlicht ist oder einfach nur eine Art Lichtstrahl. Ich glaube nicht, dass es ein richtiger Laser ist, sondern ich glaube, dass es einfach nur ein Lichtstrahl einer bestimmten Wellenlänge sein wird und das nicht unbedingt Laserqualität hat. Also Laser ist ja... Ja, okay, nee, Laser ist ja noch mal gebündelt, du hast schon recht. Ja, ja. Aber dann könnte das funktionieren. Und an solche Dinger kommt man relativ einfach ran. Klingt okay. Klingt sehr okay. Und damit kann man dann vielleicht, also das... Und ist das dann eine Kugel, echt... die in alle Richtungen was macht? Oder? Nee. Also eigentlich ist das nur eine halt Lampe. Das wäre super praktisch. Eigentlich ist das nur eine Lampe, bauen? Aber das lässt sich vielleicht bauen. Das lässt sich bestimmt machen. So eine Disco-Kugel da dran. Ja, sowas in der Art. Ich meine, mit sowas in der Hand kannst du dann halt, ne? Noch besser wären halt zwei, aber... Ich kann ja auch zwei davon bauen, das weiß ich nicht, ich müsste das gucken, aber ich weiß, dass das geht. Also wenn es ultraschnell wechselt, das lässt sich ja auch so machen. Ich muss nur die Materialien dafür bekommen und dann könnte ich auch mir und Kaban eins in die Hand geben oder zwei halt machen oder wie auch immer, auf jeden Fall. Bau die auf dem Helm. Werde ich die dann, wir müssen nur aufpassen insofern, dass die dann natürlich auch nicht warm werden dürfen, ne? Das ist halt das große Problem. Stimmt. Ja, wenn es kein Laser ist, LEDs wären ja zum Beispiel auch nicht so unendlich warm. Das ist richtig. Und hinter einer dicken Glasscheibe passt das schon. Und wenn ihr die Strahlen seht, was ihr ja müsst, um euch irgendwie bewegen zu können, dann kannst du es ja auch zwischen euch ausmachen. Ja, genau. Aber das könnte sogar funktionieren, ohne dass wir die ganze Zeit, also ohne dass wir davon wirklich gefickt werden. Dann gehen wir da ultra sneaky rein. Wow. Ja, mit einer Disco-Kugel. Ultra sneaky mit einer Disco-Kugel. Ja. Wir sind dann Disco-Stew. Okay, machen wir so. Ich will nur gerne vorher das einmal ausprobieren. Ich weiß halt nicht, wie das mit diesen Dingern ist. Ich weiß halt nicht, welche Art, welche Sorte die haben, aber ich werde es. Nein, ich habe zwei Modelle da. Okay, meine, das wäre schon nicht mal alle gut. Modelle. Nein, natürlich nicht, aber ich würde, wenn ich zwei Modelle habe, wo ich es mal ausprobieren kann, wenn es fertig ist. Was war das nochmal für eine Sicherheitsfirma? Moloko. Jo, die habe ich nicht, aber ich habe zwei Modelle da. Ja, gut, wenn die sie jetzt... überhaupt bei denen das gekauft haben, das wird ja. unwahrscheinlich. Ich habe Arztec, das ist ja eins der größten, und ich habe Neonet. Okay. Dann gucke ich mal, dass ich sowas besorgt kriege. Beziehungsweise solche Lampen besorgt kriege, weil das ist, glaube ich, das größte Problem. Die das hinkriegen, diese Wellenlängenbereiche abzudecken. Gut. Die werden dann wahrscheinlich, also die gehen dann halt vor allen Dingen eigentlich auch in den Infrarotbereich, nicht in den Infrarotbereich, sondern in den ultravioletten Bereich rein. Das heißt, müssen die noch modifizieren, dass sie da nicht reingehen, oder? Aber Infrarotstrahlen können es nicht sein. Fällt Warum mir nicht? Gerade rein. Dann, weil es die Infrarotdetektoren sonst auslösen dürfte. Wärmestrahlung. Infrarotstrahlung ist immer Wärmestrahlung. Das wird eher ultraviolett. Obwohl. Also wenn, dann wird es eher ultraviolette Strahlung sein, denke ich. Ist wahrscheinlich. Dann können wir sie aber nicht sehen. Richtig. Dann können wir sie auch nicht mit Infrarotsicht sehen. Aber müssen wir auch nicht. Es wird aber auch nicht... Also Infrarotstrahlung kann es nicht sein. Infrarotstrahlung können es nicht sein, wenn sie Infrarotdetektoren haben. Das macht keinen Sinn. Also entweder sie haben wirklich Ultraviolettstrahlung oder Strahlen im sichtbaren Bereich. Dann hätten die halt irgend so ein ganz komisches, diffuses Licht, vermute ich mal. Und wenn halt keine einzelnen Lichtstrahlen, sondern es wäre halt einfach Licht. Das würde man dann sehen. Es wäre dann irgendeine komische Beleuchtung.
Das Ding ist ja, ihr würdet ja eh reingehen mit einer Disco-Kugel und mit Thermaldämpfung. Obwohl man ja bei beiden Sachen nicht weiß, ob es die Sachen sind. Ne? Das heißt, ob du die Strahlen siehst oder nicht, du machst es ja trotzdem auf jeden Fall. Na, aber es wäre halt komplizierter, wenn ich sage, also ich kann nicht das komplette Spektrum abdecken. Ich kann nicht auch noch Infrarot abdecken. Das geht nicht. Nicht Ultraviolett und Infrarot. Nee, das kannst du auf keinen Fall machen. Also ich kann einen bestimmten Bereich des sichtbaren Lichtes abdecken. Und ich kann kann Ultraviolett abdecken. Also damit quasi das sichtbare Spektrum und Ultraviolett, aber nicht drunter. Also nichts, was in den Infrarotbereich geht und zu sehr in Richtung rotes Licht. Ja. Das klingt langsam nach einem Plan. Was wir auf jeden Fall dann brauchen, ist ein Zeitplan aller, was weiß ich, 3 Minuten, dass ihr 2 Sekunden euer Comlink mal auf Wi-Fi anschaltet, falls irgendwas ist. Ne? Und es ist, also ich meine, ich gehe ganz stark davon aus, dass wenn du mir so ein paar Pläne gibst, dass ich die Materialien für so eine Disco-Kugel auch beschaffen kann und das auch bauen kann. Vielleicht brauche ich deine Hilfe, Kaban. Das heißt, dann hast du nämlich Zeit A für die Thermalsachen und B vielleicht nochmal zu gucken, ob du den Hüter irgendwie nochmal genauer abchecken kannst. Ja. Ich stell den Kram zusammen. Ich weiß nicht, also ich denke mal, brauchst du einen Plan, muss ich den nicht bauen, das kannst du selber, oder? Ich denke schon. Wenn es irgendwelche Kniffe gibt, auf die ich besonders achten soll, aber ich denke eigentlich schon. Also ich meine, ich bin Sensorik, kenne ich mich aus und das ist ja so ähnlich. Wahrscheinlich sogar besser als ich. Ihr Spielgeleiteter? Sir. Wo ist denn das Thermostat? Exakt. Ach so, exakt. Penis, warte. Das wäre außerhalb des Gebäudes. Türkis. Das wäre praktisch. Das stimmt. Du weißt doch nicht, was sie da für Penisse versteckt haben. Wo ist die Tür? Neben dem Feuerlöscher. Das hast du falsch eingezeichnet, Junge. Schick so? Mit dich. Ja. Perfekto. Gut, also Tür aufmachen. Ihr bekommt eine Nachricht von dem Zwerg, dass euer Krankheitserreger ... Naja, wisst schon, das geht jetzt. Aber nicht so 100%ig gut. Okay. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, er hat sich was eingefangen. Nein? Ich weiß doch, Mann, der blöde Virus. Gut. Ich war mir nicht sicher. Ich hatte es nämlich vergessen, bis ich auf meinen Kalender geguckt habe. Er hat nämlich quasi jetzt sich die Grippe geholt, hat er gesagt. Nee, er hat das so geschrieben, wie ich es gesagt habe. Er wollte es erst cool anfangen mit voll der verdeckten Info und dann hat er keinen Bock mehr gehabt. Euer Krankheitserreger, den ihr haben wolltet, tut jetzt. Das ist nicht positiv. Ja, nicht den ihr haben wolltet. Euer Krankheitserreger und dann... scheiße. Das ist nicht gut, das über die Matrix zu schicken. Hey! Ihr da, komische Shadowrunner, ihr habt jetzt einen Krankheitserreger. Ihr habt AIDS. Er ist ein Arzt und der hat euch gesagt, dass euer Krankheitserreger, den ihr euch eingefangen habt, der dich immer so hart scheißen lässt, halt jetzt nicht mehr so ist. Was denn ein Problem? Ganz chill mal dein Kegel. Also, ganz ehrlich, wenn du jetzt heute als Muslime einem anderen Muslime irgendwelche Nachrichten von Krankheitserregern schickst. Du verstehst das, Miss. Dann kriegst du ganz selber so. Er ist ja kein Muslim. Und zweitens ist es in Deutschland auch nicht so krass. Ich habe sowas auch schon geschrieben. Bombe! Ja. Ist ja auch kein Problem auf YouTube. Weißt du? Das ist ja das Positive daran. Ja, wenn du dein Haus sicher machen willst, ne, dann mach sowas. Und dann kannst du die ganze Sicherheitstechnik abschaffen. Du wirst von der Polizei überwacht. Ja. Kostenlos. Wie kommen wir denn überhaupt da rein? Das ist noch die andere Frage. Ich würde quasi das hier vorschlagen. Den Notfallraum, überlegt. Ne? Ja, ich habe mir das mal überlegt. Warte mal kurz. Ich nehme dafür eine andere Farbe. Das sind voll die geilen Fußabdrücke.
So, so ungefähr quasi, wenn wir denn direkt in den Schnittraum gehen. Wenn ja, wir vorher noch die Storage durchgucken, müssen wir halt die drei nach Storage 1 und Storage 2. Also quasi. Das ist aber, glaube ich, eigentlich Lagerräume, oder? Storage sind Lagerräume, ja. Lagerräume, ja. Ja, aber die Lagerräume können auch Treppen sein und in, oder aber irgendwelche komischen Verkabelungsdinger. Ich würde aber erstmal tatsächlich in die Schnitträume gehen und gucken, ob das Ding da steht, weil es einfach leichter ist. Stimmt. Und wahrscheinlicher. Also ist zumindest irgendwie, ne, dann alles andere müssen wir dann halt gucken, aber es sei denn, wobei natürlich die Türen da sowieso direkt auf dem Weg sind. Ja, eben, quasi. Deswegen meinte ich gerade so, so. Jedes Schloss, was du öffnest, hat ist potenziell aber die Gefahr, dass du auffliegst. Ja. Deswegen stehen die ja unter 2.1 und 2.2, ja, weil die noch optional sind. Ja, ja, klar. So, aber die würde ich machen, wenn wir in den Schnitträumen nichts finden. Aber die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, wie auffällig ist es, also wie sehr an der Straße oder was auch immer ist es, dieser blöde Notfallraum, also ist das irgendwie eine extra Zufahrt, wo so ein Ding durchfährt, oder ist das direkt an der Straße und so ein tolles Rolltor, und wenn wir da stehen, stehen wir halt wie auf dem Präsentierteller, wenn wir dieses Ding aufmachen. Plus, dann könnten uns die blöden Idioten vom Eingang da nämlich auch noch sehen. Das sieht nämlich bisher erstmal so aus, als wäre das an der Straße und voll im Sichtfeld der Security. Okay. Wenn die sich einmal zur Seite drehen im 90-Grad-Winkel. Das ist alles noch auf dem Gelände, das heißt, ihr müsstet von vorn reinfahren, um dann hinten an diesen Notfallraum zu kommen. Oder ihr geht von hinten auf das Gelände, klettert über den Zaun. Das ist nicht direkt an der Straße, sondern noch ein paar Häuser dazwischen. Und ja. Steht das da, war ein Elektrozaun, ne? Nur. Die Geist sitzen hier. Nur, warte. Wo sitzen die? Ja, genau. Okay, ich dachte, und die wären der da Elektrozaun hinten. Ist nur dort, wo es gleich gelb wird. Und ansonsten hast du halt um das ganze Ding jetzt nochmal irgendeinen normalen Zaun. Du kannst von hinten dann drüber klettern und hast einigermaßen den Sichtschutz anderer Häuser. Was ist denn da? Ist da Wand? Ist das ein toter Flur? Das ist ein toter Flur. Achso, ich dachte, das wäre vielleicht noch irgendeine Nottür oder so, was die da ist. Hat dieser tote Flur ein Fenster? Das wäre ein super Notexit. Wer will denn mal Edge würfeln? Ich. Du hast heute drei Erfolge, Tagwürfel. Drei Erfolge. Wupp, wupp. Ja, warte, die Tastatur hat sich schon wieder umgestellt, die doofe Sau. Boah, ich durfte heute das erste Mal Windows 10 supporten. Das Problem an der Sache war, die Sprache war auf Chinesisch. So, du kennst dieses Betriebssystem nicht hundertprozentig so, auswendig. So, Panzer? Nee, zwei Erfolge, nein. Wow. Wow, was ist denn heute los mit mir? Ah, ich bin stolz auf mich. Das ist drei Erfolgetag, warum wir immer fünf Erfolge? Ja, bis auf das eine Mal. Also ich bin echt, also ich bin echt mehr als erfreut heute. Wir sind stolz auf dich. Ja, das kommt, weil du große Titten hattest am Anfang. Ja, ist ein Fenster. Wegen Notfallplan, was ich mir noch überlegt hatte, wenn es ganz schlimm kommt, dann müsst ihr auf dieses Dach und euch an irgendeiner Stelle abseilen, wo sie halt gerade nicht sind. Da habt ihr aber halt zumindest die Möglichkeit, ne, euch eine Richtung auszusuchen, wenn es ganz, ganz brutal kommt, Enterhaken, Kanone, anderes Haus und da hoch. Vom Dach aus. Das ist aber halt ultra beschissen. Das stimmt. Ja. Naja. Aber auf dem Dach habe ich halt dann Möglichkeiten, einfach Drohnen, Rauch, das heißt, das ganze Dach ist verraucht und ihr könnt zu irgendeiner Seite runter, wo man euch jetzt nicht erwartet. Aber das ist halt ultra Notfall. Und ihr habt ja gesagt, ihr habt diese Strukturschwächungsdrohne. Stimmt, darüber hatten wir uns doch eh unterhalten, dass das da ja eine Wand war oder sowas. Oder nee, da gab's glaube ich sowieso ein Fenster oder sowas. Easy. Mhm. Weiß ich doch so quasi genau. Als Notfall-Exit. Ja. Ja, das finde ich super. Dann pappen wir die da dran, gleich am Anfang. Das ging wohl, glaube ich, auch relativ schnell, dass wir die dann auch das Fenster oder die Wand kleinkriegen. Ja, ich meine nur, dass sie da nicht hinfliegen muss noch. Also die fliegt da einfach hin und bleibt erstmal da und beim Notexit. Die fliegt da nicht hin. Ja, richtig, weil wegen böse. Weil wegen Wi-Fi, genau. Wer würde dieses Wi-Fi denn vergessen? Ich wollte nur aufpassen, ob ihr aufpasst habt. Achso. Wir brauchen schließlich die Konzentration von uns allen hier. Alter. Okay, ich glaube, das machen wir so.
Müssen wir uns nur noch einen schönen Zeitpunkt aussuchen, an dem so wenig Leute wie möglich hoffentlich keiner mehr arbeitet und die Tränensäcke unter den Augen, die die alle haben, heißt, die arbeiten bis mindestens 1 Uhr nachts. Besonders wenn sie irgendein Projekt haben, was sie gerade fertigstellen müssen. Das heißt, wir allerdings gehen um 4 habe rein, ich die berechtigte oder? Hoffnung, dass die, selbst wenn, dass es dann eher noch die Schneideleute sind, die dann noch da sind, so spät, und die sowieso eingeklinkt sind und nichts mitkriegen von außen. Das Problem ist, wenn wir den Knoten wegnehmen, in dem die sitzen, kriegen die erstmal alle Auswurfschock. Ach, Pech für die. Ja, allerdings sind sie danach wach. Geht so, ne? Ja, um minus 6. Also, die kriegen ja 6G. Hast du schon mal einen Auswurfschock gehabt, Carmen? Ich sag mal, mit wach kannst du das nicht wirklich vergleichen. Jojo, Outgame, die Ale hatte dir gesagt, so bis 22 Uhr wird ihr arbeitet. Hm. Als du dich bei ihr vorgestellt hattest. Fang halt okay. Schon um 6 an, da kannst du ja nicht noch so. Also. Okay, also die Tusse hat mir gesagt, die arbeiten so ungefähr bis 22 Uhr und fangen um 6 an. Das heißt, wir rechnen auf jeden Fall damit, dass vielleicht um 5 schon mal jemand da ist, weil er ein bisschen früher anfängt und sich denkt, oh, ich bin jetzt geil. Und wir rechnen auf jeden Fall damit, dass da jemand noch mindestens 2 Überstunden macht. Also vor 1 will ich da nicht rein. Ich guck mal, ob es ein Muster gibt, wann sich Wachleute abwechseln. Mhm. Gute Idee. Gut. Ansonsten und ob die Wachen auch mal durch, also bewegen, weißt du? Ob die mal nach hinten gehen. Ja. Die müssen zumindest mal irgendwann pissen zwischendurch. Die haben Beutel. Glaube ich nicht. Der obligatorische Wachmannbeutel. Mhm. Sie haben Punika-Flaschen, meinst du? Für abgeschnittene Bierdosen. Mit scharfem Rand, damit die auch los aufpassen beim Pinkeln und wach bleiben. Mhm. Der Konzentrationstest. Eieiei, das könnte so in die Hose gehen. Naja, dieser Konzentrationstest, der kann so in die Hose gehen. Nicht nur der. Auch die ganze Aktion, bei der war ich nämlich gerade dran. Ja. Naja. Man darf gespannt sein. Das könnten Cyberware-Scanner sein. Stimmt. Die reagieren nicht auf Drohnen, dann... Nee, können's nicht. Können's nicht? Nee, können's nicht. Selbst wenn das bloß der kleine Punkt ist, der sichtbar ist und die ganze Wand dahinter ist der Scanner, würde die das pro Scanner ungefähr 7000 Yen kosten. Und wenn die da alle 6 Teile so einen Scanner haben, dann würde die das halt, weiß ich nicht, 100.000 mindestens kosten. Läuft bei denen? Glaube ich nicht, dass sie das haben. Und ein Metalldetektor wiederum geht nicht. Naja, was tatsächlich sein kann, sind Mikrofone. Deswegen werden wir uns quasi per Kabel miteinander in der AR unterhalten. Na, wenn die richtig asozial sind, ne? Und einfach dann bestimmte Frequenzen rausfiltern oder rausziehen, nämlich die Frequenzen, die dann die Drohnen zum Beispiel machen. Also ich würde es so machen. Die haben ja nur bestimmte Frequenzen. Ja, das haben sie auch, natürlich. Nein, was heißt Frequenzen? Du kannst ja bestimmte Geräusche einfach rausfiltern direkt. Ja, meine ich ja. Also quasi, ne? Selektive Geräuschfilter. Wenn die dir einbauen und dann quasi die Drohnen einfach das hast ausblenden. Du auf jeden Fall. Und dann hast du auf jeden Fall mehr Wert gekriegt, zum Beispiel sowas wie Türen, die sich öffnen. Genau, und dann, wenn du sowas, da kannst du ja auch quasi programmieren, hier, Alarm, wenn, Doppelpunkt. Ja. Das wäre natürlich richtig kacke. Ja, das, wenn es Mikrofone sind, haben sie sowas auf jeden Fall. Naja, nee, genau, wenn es Mikrofone sind. Ich rede nur gerade von dem Fall, dass das einfach keine Laser mit tollen Licht... Nein, das ist ja alles richtig. Das ist ja auch noch nicht ausgeschlossen. Aber wenn es Mikrofone sind, ist es halt auf jeden Fall so, dass sie irgendeine Software haben, die es ihnen leichter macht. Ja, genau. Dann ist nur die Frage, Die Frage ist dann, was können wir dagegen tun? Ja, genau. Außer uns Kissen unter die Füße schnallen und möglichst nicht atmen oder einen Herzschlag haben. Nee, so sensibel können die nicht sein. Ja gut, stimmt, dann würden die auch wieder bei jeder Fliege durchdrehen. Dann würden die vor allen Dingen auch durchdrehen, wenn draußen ein Auto vorbeifährt. Herzschlag ist unmöglich. Und sowas. Könnte nur ultra leise sein. Na toll, also die Springerstiefel bleiben zu Hause. Ich würde sagen, Zeit für Hausschuhe. Häschenpantoffeln sind wunderbar gedämpft.
Oh man, Diskus-Stew mit Plüschkartoffeln. Mit Plüschhasenpantoffeln, denn dann pack ich mir auch noch einen Hasenschwanz. Du. Ja, dann packe ich mir noch einen Hasenschwanz an den Hintern. Du konntest als Playboy Bunny da reingehen. Hast du nicht dem Typen zugehört? Außerdem haben Playboy Bunnies große Brüste kapern. Nach dem, was ich mir heute schon wieder alles von dir anhören durfte, fällt das raus. Naja, wir haben ja noch ein paar Tage und ein bisschen Budget. Sag mal, spinnst du, Kaba? Das war ein Scherz. Ich finde, du solltest du den Penis vergrößern lassen. Dr. Baryshnikov? Nein, richtig. Ich meine, guck doch mal. Also die Männer, die ich bisher irgendwie gesehen hatte, da hat man gesehen, ob sie Links- oder Rechtsträger waren. Aber bei dir ist es wohl eher in der Mitte. Mhm. Da solltest du mal was machen lassen. Du weißt aber schon, dass du den auch schon gesehen hast, oder? Moment, Outgame. Nein. Ich habe den Helikopter gemacht in der Kneipe. Stimmt. What? War sie da nicht ganz zufällig ziemlich harter und die ist war dann mit extrem Billy harte. Abgehauen und hat sich von Billy knallen lassen? Ja, das ist richtig. Hat sich also von einem Mann knallen lassen, wo sie dachte, das ist eine Frau. Ich glaube, meiner davon weiß er aber nicht mehr. Ja, das kann sein. Nee, ich habe den nicht gesehen. Wüsste auch nicht wie, ich meine bei der Größe. Ach, dann zeige ich dir den bei Gelegenheit nochmal. Das ist nee, du. Lass erstmal was machen und dann kannst du mir ihn zeigen. Deal. Sei mal ein bisschen begeistert. Gut, also. Wir wollen uns auf das Wesentliche konzentrieren. So, wenn die Mikrofone haben, wird's kompliziert. Dann. Ja, die Mikrofone sind dann sehr klein, deswegen sind das auch dann so viele, um großen Bereich abzudecken. Und das heißt, die sind dann nicht die super aller mega beste Qualität. Das heißt, die Software ist nicht super genau kalibriert, ihr habt da schon eine Chance. Auch weil eine Drohne zum Teil, Drohnen sind nicht immer perfekt. Das heißt, die können auch mal irgendwo dagegen rammeln. Das heißt, ne, ein bisschen Freiraum habt ihr dann schon. Ein bisschen Freiraum schon, das bedeutet trotzdem, wir müssen aufpassen und sind sehr langsam. Das seid ihr sowieso. Ja, leider. Und das heißt, ihr könnt die Wand, also ihr könnt die Strukturschwächungsdrohne auf keinen Fall anmachen, bevor ihr da wirklich zwingend ultraschnell raus müsst. Ja. Aber das war ja sowieso der Plan eigentlich. Vorher wollte ich das Ding nicht benutzen. Ja, man hätte es ja schon mal anmachen können, aber. Ach so, ja, nee. Nee, besser nicht. Also, Jojo macht die eure Panzerung und Kleidung fertig. Ich mach die Disco-Kugel. Wenn du mir die Schuhe gibst, die du hast, dann werde ich gucken, ob ich da vielleicht noch irgendwas machen kann. Klar. Und ich werde mir auf jeden Fall Türöl mitnehmen. Sehr geil. Ja. Quietschen tut Türen. Mir, ich finde die Idee richtig fett. Deswegen lasse ich das durchgehen, obwohl in meiner Vorstellung so richtig geile Cyberpunk-Türen irgendwie mit ohne so ein Scharnier sind. Aber du hast irgendwas da kann man dahinter spritzen mit dem Öl, das ist schon okay. Finde ich geil. Es tut mir leid, aber es ist einfach. Jojo, du hast weder Enterhakenkanone noch Thermobrille, ne? Warte. Die Enterhakenkanone habe ich auf keinen Fall, kann ich mir aber noch irgendwie besorgen. Ich muss den ganzen anderen Scheiß eh besorgen. Weißt du, wie teuer die ist? Teuer. Ja, teuer, und ich habe eine. Ich kann dir eine leihen. Oh, das wäre ja natürlich gut. Und. Nee, ein Infrarot-Ding habe ich nicht. Kannst du auch haben. Okay, cool. Muss ich mir mal einbauen. Weiß auch nicht, warum ich das bisher nicht gemacht habe. Das ist unwahrscheinlich praktisch. In die Kontaktlinsen, ja. Und dann musst du halt nochmal gucken mit dem. Ne? Mit dem Hüter, ob du was findest. Ja. Ja, eben. Aber ich finde, langsam, aber sicher wird das solider Plan. Okay. Du guckst nach dem Kram für das Lichtding. Wenn du irgendwann irgendwas nicht drankommst oder irgendwas hast, sagst du Bescheid, dann höre ich mich auch nochmal um. Ja. Ich guck, dass ich die Wärmedämpfung auf die Reihe kriege. Kaban, ich brauche dann irgendwann nochmal deine Schuhe,
also kurz vorher, damit wir die vielleicht auch nochmal präparieren können und ich an der Sohle irgendwas dran machen kann? Damit die Schuhe nicht quietschen, wenn du verstehst? Ja, klar, so Schleichsohlen dran. Genau, machen. Quasi Schleichschuhe. Da fällt mir bestimmt was ein, was man da machen kann. Wo man muss ja, ich kann mir auch dafür mal Schuhe kaufen, theoretisch. Na, wir könnten, also was dafür praktisch ist, sind, na, wir müssen halt da... Ballerinas sind dafür unheimlich praktisch. Ja, aber die sind nicht wärmegedämmt. Na, das müsstest du halt eh machen. Eben, also ich denke, sowas hatte ich mich auch gedacht, dass wir Schuhe besorgen. Alter, Cover wird keine Ballerinas tragen. Das Problem an solchen Schuhen ist halt, das Problem ist daran halt, dass du nicht damit rennen kannst auf irgendwas außer einem sehr ebenen Boden. Also dann wirst du halt super anfällig. Ja, das ist richtig, aber ich glaube, schmerzende Füße sind mir lieber. Wenn du damit mal durch Scherben rennst oder so, hast du halt direkt verloren. Ja, das ist richtig. Also irgendeine Form mit Turnschuhen, mit dünnen Sohlen, eine Zwischenform ist, glaube ich, besser. Ja, kriegen wir aber alles hin. Gibt's auch alles. Es reicht eigentlich auch schon, wenn ich ein anderes Material unter die Gummisohlen mache. Es dürfen natürlich keine dicken Schuhe sein, aber so eine Art, nicht direkt Filz, das ist zu rutschig, aber sowas in der Art halt, weil das quietscht dann nicht. Es darf nur einfach kein Gummi sein und weil das quietscht auf solchen Böden. Wenn es nicht ganz trocken ist oder sowas in der Art. Wie war das? Ein Öl eingelegtes Leder, hä? Na, zur Not ziehen wir uns einfach Stoppersocken über die Schuhe. Ich glaube, das war wirklich ein Öl. Guck, du kannst aber ganz schlecht, du kannst ja aber ganz schlecht Wärme dämpfen, weil die ja Noppen haben und sowas. Ja, aber die Schuhe kann ich ja Wärme dämpfen. Ja, wenn du dann Stoppersocken drüber ziehst, ist das ja für den Arsch. Nein, ist es nicht. Wieso denn? Die Stoppersocken haben Umgebungstemperatur. Das ist ja nicht weiter wild. Und die Wärme bleibt ja trotzdem drin, weil alles innen drin Wärme gedämmt ist. Das ist ja der ganze Witz dabei. Das ist nur eine zusätzliche Isolationsschicht, die Stoppersocken. Das größte Problem ist, dass die, wenn man dann rennt oder was weiß ich, dass die einem nicht über die Schuhe rutschen dürfen, also dass die nicht abrutschen dürfen. Und vor allen Dingen machen die wiederum Geräusche, weil die wiederum quietschen, denn es sind Stoppersocken. Die quietschen aber nicht zwingend. Natürlich, die haben doch Stopper, deswegen sind es ja Stoppersocken. Ja, aber die quietschen ja nicht. Na klar. Echt? Also meine haben nicht gequietscht. Also wenn du argumentierst, eine Gummisohle quietscht, dann ja, ist doch das Gummi von den Gummi. Stoppersocken. Na klar, ist das Gummi, Alter. Na, aber nur so ganz schmales, wenig Gummi, nicht so viel halt. Das quietscht ja dann nicht, weil das nur so einzelne Noppen sind. Weißt du, ich weiß es sehr zu schätzen, dass du die Marc-Uwe Klingsche Sache mit den Stoppersocken irgendwie einbringen willst, aber ich glaube, es ist nicht der beste Weg. Das war tatsächlich nicht daraus. Echt? Nee. Juti, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es der beste Weg ist. Okay, keine Stoppersocken, Jut. Wenn der Spielleiter das sagt, dann keine Stoppersocken. Na gut, anderes Material, vielleicht Silikon, wobei das quietscht auch wie Sau. Aber das kriegen wir alles hin. Wir müssen doch nach hinten laufen. Nee, was da ginge, wäre vielleicht sogar was die doppelseitiges Klebeband oder sowas, wenn das einmal nicht klebt, nicht mehr klebt, sondern halt abgedingst ist, dann rutscht es auch nicht. Egal, da fällt mir was ein, ich hab Materialien für. Oder irgendwelcher Mull einfach drum. Der rutscht. Auf glattem Boden rutscht du damit sofort aus. Aber Klebeband knistert. Ja, aber reiner Stoff, ja, nicht deswegen ja dieses doppelseitige Klebeband, dieses Teppichklebeband. Nicht, wenn du beide Dinger abmachst. Also wenn du, das hat ja immer zwei Dinger, ne, doppelseitig so. Und wenn du nur dieses Zwischending hast, dann das knistert nicht mehr. Weil doch, das weil das was Papier nicht 100% perfekt am Schuh anliegt und da einfach Flächen entstehen, die quasi wo Luft dazwischen ist und die bewegen sich dann, wenn du deinen Fuß bewegst. Und glaub mir, wir haben oft Schuhe repariert mit Dings. Das knistert auf jeden Fall. Okay. Egal, ich finde Materialien dafür, so. Ja. Dafür kann ich nähen. Sie. Geht alles. So, das geht. So, Schuhe, bla, alles, Dings, Rüstung. Okay, Rüstung kümmere ich mich drum. Enthakenkanone hast du. Um Masken müssen wir uns eigentlich keine Sorgen mehr machen, weil unser Gesicht genauso abgedeckt sein muss. Oh, es wird so ultra warm. Ziemlich. Memo, besonders schweißaufsaugende Materialien verwenden. Denk dran, aber nicht stinken. Nicht, dass da doch irgendwo Geruchssensoren sind. Habe ich irgendwas vergessen? Hüter.
Richtig. Oh, wobei das nicht einfach wird. Aber ja, ich guck mal, wenn ich draußen bin, weiß ich nicht, ob das geht, aber ich muss mal gucken. Gut. Okay. Ich mach da mal los und besuche schon mal ein bisschen Kram. Alles klar, ich muss auch gleich mal telefonieren gehen. Gut. Danke, bis dahin, wir sprechen uns in ein paar Tagen. Ja. Also ich brauche auf jeden Fall ein bisschen, bis ich den ganzen Kram ran hab. Okay. So, ihr werdet euch vermutlich noch mit dem Zwerg treffen und der gibt euch halt den Virus. Nee, gibt euch den Virus? Er gibt euch auf jeden Fall nicht den Virus. Also ich meine, er gibt ihn euch, aber das werdet ihr vermutlich dann nicht benutzen, das Ding. Er ist zuverlässig. Das ist vermutlich das letzte Mal, dass du ihn ohne brutalst mega viel Aufwand benutzen kannst, weil die Firewalls entwickeln sich ja doch weiter und ihr habt ihn einfach schon seit über einem halben Jahr. Wenn ihr ihn benutzt, wird er euch schützen für 15 Minuten. Und das zu 100%. Und danach abfallend. Das heißt, das ist nicht 15 Minuten und dann weg, aber danach abfallend. Und er weiß nicht, wie schnell. Okay, das heißt, wir probieren trotzdem erstmal ohne Wi-Fi da reinzugehen und dann irgendwie, wenn wir das Gefühl haben, wir brauchen auf jeden Fall Wi-Fi, dann machen wir es an. Jo. Naja. Es ist schon gut, den Virus direkt zu implementieren. Also wenn ihr den anmachen wollt, dass ihr den direkt schon in den richtigen Knoten reinschießt, weil sonst ist es halt nicht klar, wie er sich ausbreitet. Ja, ne? Nur das Problem das heißt, ist, wir wissen nicht, in welchen Knoten, wir können ihn nicht genau, einfach so in den Knoten reinbasteln. Genau, ihr habt dafür ein bisschen zu wenig Ahnung, das ist das Problem. Genau, so sieht's aus. Ja. Das heißt, ihr müsstet dann vermutlich ganz kurz die Matrix anmachen und ein Zeichen geben. Jetzt. Okay. Bam. Gut, das kriegen wir ja hin, das ist ja nur mal ganz gut. Ihr solltet euch ja eh ab und zu mal melden, damit das irgendwie Sinn hat, dass die Alte überhaupt draußen ist. Ne? Richtig, solltest du vor uns mitkriegen, dass irgendwas los ist, weil wir uns noch nicht gemeldet haben, schickst du ihn natürlich dann auch los. Klar. Und geb euch Bescheid, klar. Gut. Im Namen dieser Vereinigung kann ich nur noch mal ganz klar betonen. Wir sind uns bewusst, dass all unsere vorgebrachten Informationen in Bezug auf Brüste. Nicht auf Laser, da gab es Verwirrungen. Aber das ist mir auch später noch was eingefallen, das ist auch alles egal. Sondern Brüste. Wenn es da also fachmännische Informationen gibt, auch mit einer Quelle, die nicht auf dem Niveau ist, wie wir sie anbringen mussten, dann wir freuen uns über Weltkarten der Größen und dergleichen mehr. Damit hier, das ist ja ganz wichtig auch, damit wir das dicht und deep verarbeiten können. In der Frage, sind Jojos Brüste ausreichend? Ja, das ist ja die immerwährende Frage. Billy war halt fein raus, Jojo nicht? Genau. Ansonsten halt die Disco-Kugel und die Häschen-Pantoffeln. Ich weiß nicht, was man mehr will. Das ist eigentlich ein richtig guter Run. Ich habe schon mal gesagt und ich werde es wieder sagen, es wäre einfach so gut, wenn das einfach Kameras wären und keine dummen Infrarotdetektoren und die laufen da mit einem übelen Disco-Kugel durch die Gegend und total langsam und vorsichtig und Leute sehen das und denken sich, was ist denn da falsch? Wenn du so in einem Sicherheitsraum sitzt und hast so ein paar Monitore und guckst da gelangweilt und dann rennen da so zwei, also die rennen ja nicht, sondern schleichen da zwei Typen rein, sehen aus wie sonst was, haben eine Disco-Kugel oder zwei, dann weiß nicht, vermutlich müsste man es aufzeichnen und dann die dümmsten Verbrecher der Welt schicken, ne? So, Spiele beleidigt, abgehakt, alles klar. Dann
Würde ich sagen. Sind wir ja bereit für alle rechtlichen Sachen in der Videobeschreibung. Die Musik ist von German Shepherd mit dem Lied Russian Style auf dem Album Great Style. Bis zum nächsten Mal und grüß die Nachbarn. Und ich weiß, du hast das letzte Woche nicht gemacht, aber das ist nicht höflich. Bitte, ein bisschen, ne? Auch mal nett sein, schadet nicht. So wie wir. Tschüss.